Okay, also Run beginnt, sobald man hier Kreis drückt. Und tada. Los geht's. Ja, also wer sich mit der Story ein bisschen vertraut gemacht hat oder wer die Story ein klein wenig kennt, es geht darum, kleiner Roboter namens Clank, der wird von einer Kriegsroboterfabrik als Fehlproduktion, sage ich mal, ausgeschieden und schafft es abzuhauen und ja, Clank landet dann auf einem Planeten Novalis. Und da ist Ratchet zu Hause. Und ja, die beiden treffen sich und Ratchet macht sich jetzt mehr oder weniger auf den Weg zu der abgestürzten Stelle. Im Run ist es Ziel, dass man erstmal hier am Anfang, wie ihr schon seht, ganz viele Bolts einsammelt. Ziemlich Bolt-lastig. Man braucht später im Spiel ein paar Items, die man sich kaufen muss. Grind Boots beispielsweise. Die kosten 2000 Bolts, die muss man im Run farmen. Ja, und da sammelt man hier erstmal auf dem ersten Planeten ein paar Handschuhgranatenhandschuhe und Bombenhandschuhe so rum ein und eben auch die Bolts. Was man noch sorry dazu sagen muss wegen Clank, er hat Informationen über den Processing Drex, seinen Plan und möchte diesen verhindern. Genau. So, und das war jetzt schon der erste Planet. Oh, und ja, die spielen, ich sehe es gerade, die spielen übrigens auf Deutsch. Hat einen Grund, warum die auf Deutsch spielen. Es gibt in der europäischen PS3-Version, nur in der europäischen PS3-Version, einen Extra-Glitch, den sieht man später. Der wird mit einer Waffe durchgeführt, mit dem Pyrositor, mit so einem komischen Flammenwerfer. Und da kann man den Endboss auf jedem einzelnen Frame, an dem er, naja, an dem er verwundbar ist, kann man ihn damit treffen. Und das funktioniert nur auf der europäischen Version. Hier hat man auch gerade einen Skip gesehen. Normalerweise muss man Novalis, wenn ich mich nicht irre, muss man auf Novalis eigentlich einmal eine ganze Runde rumgehen. Aber man kann mit so einem kleinen Waterjump mehr oder weniger direkt so einen Ledge Grab kriegen. Und dann, genau, kann dann direkt zum Ende gehen. Und man kann auch sagen, das ist das erste große Game von Insomnia Games. Die waren noch nicht so erfahren in der Design, sowas zu verändern. Ja, sie haben vorher Spyro haben die gemacht, oder? Ich glaube ja. Alte Spyro-Teile bei PS1. Ja. Sondern wird hier eben gerade die Mechanik erklärt, warum die ganze Zeit so schräg gesprungen wird, wie es Recaro gerade macht. Das hat den Grund, dass man mit solchen Macaroni-Jumps, werden die auch gerne genannt, einfach mehr Geschwindigkeit hat, also man ist ein klein wenig schneller. Und Macaroni-Jumps heißen die, weil man eben so einen kleinen, naja, so einen kleinen Macaroni-Looping in der Luft hat. Also stellt euch eine Macaroni vor und so etwa springt man hier. A Crash ist Insomnia, schreibt ihr gerade in den Chat. Ja, Crash ist von Naughty Dog. Das weiß ich definitiv, bin ich eigentlich... Alle Teile? Das weiß ich nicht. Kann sein, dass die zusammengearbeitet haben, aber Naughty Dog hat definitiv die Crash-Teile gemacht. Ja, Rekaro sagt es gerade, da runnt die PS4-Version und auch die PS3- bzw. PS2-Version. Und hier kommen wir auch jetzt schon zum ersten wichtigen Part des Runs. Man muss bis an diese Stelle etwa 1700 Bolts eingesammelt haben, damit man das Helipack kaufen kann. Und das Helipack ist eins der brokensten Items, eines der nicht ziemlich kaputt. Es gibt nämlich verschiedene Movement-Tech, die man damit machen kann. Eine Sache, die ich in so viel kein Clank verstanden habe, warum kann ein Hochsprung, ein Helipack, höher springen als mit einem Düsenpack? Das weiß ich nicht genau. Es gibt sogar einen, den sogenannten PDA-Jump. Das ist so ein kleiner Computer, damit kann man von überall aus Munition kaufen. Damit kann man letzten Endes in NG Plus, wo das oft verwendet, überall, wo man will, so unendlich hochspringen, wie man möchte. Ja, ziemlich broken, kommt dann eben in NG Plus ein bisschen mehr zum Einsatz. Aber das kann ich ja nicht genau sagen, warum das so bei dem Spiel gemacht wurde.
Oi, der Tod hier, der war nicht so gut. Spawnt ein bisschen. Obwohl, doch gar nicht so weg. Das hier ist mein persönlicher Lieblingsskip. Genau, man kann nämlich, normalerweise ist es hier eine Cutscene. Und man kann, während man während des Cutscene-Starts gehittet wird, einfach weiterlaufen während der Cutscene. Sieht ein bisschen komisch aus und ich habe es auch selber 2-3 Mal hingekriegt und es ist echt eklig, da zu laufen. Also man muss sich da gut auskennen mit dem Movement, wo man jetzt nun hingeht und wo nicht. Also man macht hier ganz viele Detours, man sammelt ganz viele Bolts ein, einfach nur damit man für später genügend Geld hat. Also einmal sind 1000 Bolts jetzt schon draufgegangen für das Helipack, später gehen nochmal welche für das Jetpack drauf. Wer auch andere Ratchet & Clank-Spiele kennt, der merkt, dieses ist vielerlei Hinsicht anders. Ein, die Waffen graden nicht ab, indem man Gegner besiegt. Die bleiben immer so stark, wie sie zum Start sind. Anderen ist es wirklich abnormal schwer, da man die meiste Zeit wirklich nur 4 Treffer abkriegen kann und man ist tot. Also man kauft sich ein bisschen Nanotech und hat dann dadurch ein bisschen mehr Leben. Aber es ist meiner Erfahrung nach das schwerste aller Teile. Es geht. Wenn man ein paar Speedrun-Tags kennt, dann geht das. Kommt ziemlich easy durch die Level. Ihr habt gerade gesehen, wir sind out of bounds an so einem Gebäude hoch. Also eben kurz aus dem Spiel raus. Und können jetzt hier mit ein paar Long-Jumps, die man hintereinander einfach einsetzt, da diese Distanz überwinden. Die Goldbots werden ja nicht eingesammelt im Run, die kosten eigentlich nur Zeit. Es gibt später vielleicht nochmal eine Stelle, wo man eventuell sieht, dass einer eingesammelt wird. Aber das passiert eigentlich nur ab und zu mal versehen. Ach, der Grund, warum man zu den Goldbots geht, ist hauptsächlich nur darum, dass sind besonders viele Kisten mit Bolts. Genau. Und wie schon erwähnt, die braucht man für den Run. 16.000 war es, glaube ich, gesamt durch den ganzen Bahn. Das weiß ich gar nicht genau. Ich kann nur sagen, dass man an der Stelle etwa 2.700 haben muss, wo man jetzt den Schwunghaken kauft. Genau, das Swingshot wird jetzt hier aufgesammelt. Nein, es gibt keinen wirklichen Grund, warum das Out of Bounds Terrain in der neuen Return Crank laufbar ist. Ich würde sagen, die waren einfach übereifrig und wussten nicht, wie viel wird nachher begehbar sein. Also ich kann mir das nicht alles erklären. So, Bolt Count sieht auch ganz okay aus. Recover hat jetzt etwa 2050, das haut soweit hin. Er ist auch gerade freiwillig in den Tod gesprungen. Das hat im Spiel meistens überhaupt keine Konsequenzen. Es sei denn, man stirbt an Punkt, wo man jetzt auf Checkpoint weg wäre. Und hier beispielsweise, dadurch, dass er out of bounds gegangen ist und diese paar Infinite Long Jumps gemacht hat, ist er wieder an den Start gekommen. Also der hat den Checkpoint damit übersprungen und dadurch war ein Sterben schneller. Hier wurde jetzt das eingesetzt, das nennt man Slope Intercepting. Man springt auf eine begehbare Stelle, sag ich mal. Und Ratchet hat dann für eine kurze Zeit einen Standpunkt und dort kann man dann einen High Jump einsetzen und kommt einfach immer weiter höher und höher und höher, insofern man da noch weiter Punkte hat, wo man solche Slope Intercepts machen kann. Es wurde auch gefragt, gibt es Ratchet & Clank auf dem PC? Nein, es ist Sony Exclusive, also nur PlayStation 2, 3, 4, PSP, PS Vita. Nur für diese Art von Konsolen. Gliding down to it at a particular angle, we trick the game into thinking we're on a flat surface for about a half second. So that's why when we land on these walls, you'll see Ratchet hit a crouching animation. You have a very slow. Genau, Sam erklärt es gerade nochmal. Also man kommt kurz dadurch, dass man eben auf so eine Stelle springt, für etwa eine halbe Sekunde in eine Crouch-Animation. Und aus einer Crouch-Animation kann man immer einen High Jump machen oder einen Long Jump, je nachdem, wie man will. Usually right at the beginning, but you have to go in a giant circle to be able to get to that end. So we just find creative ways to break into the endpoints. Auch hier wieder Bolt Management, ganz wichtig, dass man eben Bolts einsammelt. Wie gesagt, es wird relativ viel gebraucht. Ich weiß immer noch nicht genau, wie viel für den gesamten Run. Aber am Ende dieser Sektion braucht man etwa 6.000. Man kauft sich dann die Grind Boots,
Und später dann auch nochmal den Infobot auf Rilgar. Und der kostet 4000. Und naja, auf Rilgar selber, weil wir dann auch nochmal ein paar Out of Bounds benutzen. Ja, sammeln wir das jetzt hier alles ein an der Stelle. Gently whispering the dialogue, and it was really unsettling because I forgot it was in German. All right, continue. But at certain points, I'm making sure my bolt count is fine. If not, I need to. Ah, gut, bolt count sieht echt gut aus an der Stelle. Das hat schon 4000. Das kann er später locker alles wieder einsammeln. All we have to do on this station, large station. But for the sake of making this run not only easier but more consistent, we're gonna get the grind boots. Genau, Recover erzählt es gerade, man kriegt noch die Grind Boots, die kosten eben 2000 und den Infobot für Rilgar. Wer auch die neue Virtual Crankteil kennt, wird merken, die Welten sehen sehr ähnlich aus. Es gibt aber auch ein oder zwei, die haben sie komplett verändert. Beziehungsweise komplett rausgeschnitten auch. War das nicht so, dass die, nicht Umbris? Umbris ist doch jetzt Eisplanet, oder? Und ich glaube ja, den gibt es im neuen Teil nicht. Und Betalia haben die letzten Endes. Ah ja, die haben Umbris und Betalia irgendwie umbenannt und das zum Eisplaneten gemacht, wenn ich mich recht entsinne. Bin bei dem PS4-Teil leider nicht ganz so up to date. Genau so den letzten Planet, den wir eben gesehen haben, den gibt es in PS4-Teil auch nicht. Ja, stimmt, den haben sie da Novalis 2 dann so auch rausgenommen. Gibt es eins, glaube ich, im Film. Das habe ich noch nicht gesehen. Den habe ich auch noch nicht gesehen, den müsste ich mir auch nochmal anschauen. Ich warte darauf, dass er auf Lua rauskommt, vorher schaue ich mir nicht an. Ja, same hier. Bei mir auch so. So, hier auch nochmal an so einer Goldbolt-Area, wo eben solche Goldbolts rumliegen, gibt es immer viele Bolts. Goldbolts haben im ersten Virtual Clank die Funktion, wenn man New Game Plus betritt, kann man seine Waffen dann upgraden. So Goldwaffen. Haben sie mehr Kraft. Actually forgot about this. This is actually a skip here. You're supposed to go all the way around. Ja. Oh, ich sehe es auch gerade als Runner, vergisst man das immer mal. Hier kommt normalerweise immer ein Boss. Da kann man aber einfach ein paar Damage Boosts machen und überspringt den ganzen Fight einfach. Spart auch bestimmt 5 Minuten, wenn nicht sogar mehr ein. Wichtig ist für Leute, die selbst versuchen wollen, das Spiel zu runnen, bei Damage Boosting, man darf maximal 2 Treffer einstecken. Beim dritten stirbt man für gewöhnlich. Genau. So, hier an der Stelle wird auch nicht die Grind Rail verwendet, um wieder zum Start zu kommen, sondern wartet einfach nur, bis das Spiel gespeichert hat und lädt einfach den Spielstand wieder hoch und dann kommt man automatisch zum Anfang. Man hat jetzt auch an der Stelle schon genügend Bolts, um wieder zurückzugehen. Hold on, das ist meine Donation. Shout out to my sexy Ratchet and Clank boys on the couch and in chat, you guys are awesome. King Flurry, King Flurry, King Flurry. And since this actually applies to me, here's something I've always wanted to say. Greetings from Germany, long time watcher, first time donator. Take these 50 bucks and let's kick cancer's butt and kill the animals. Reminded this is for MSF and not prevent cancer like AGDQ, but thank you all the same. I know. I want to make sure everybody else does as well, though. He's actually from Germany, so he had to do it. Thanks, Boomer. Yeah, thank you very much. So we just okay, good. Ja, an der Stelle, man kann... sorry, Leute. Da kam eben meine Donation durch, die wollte ich mir mal anhören. An der Stelle kann man mit der Slingshot out of bounds gehen und kann unter das Wasser. Und warum auch immer, man schwimmt dann out of bounds im Wasser. Das hat nahezu jeden Return Clank gemacht, wenn du out of bounds gehst und den Map kommst, dass du dann schwimmst. Wir haben da keine Void, sondern es passt in der Wasser. Ausnahmen sind Welten, wo es natürlich eine Void gibt, wie zum Beispiel Raumschiffe, wo du tatsächlich an einigen Stellen runterfallen kannst. So, an der Stelle, man hat gerade gesehen, Ratchet hatte noch super viel Movement Speed,
von dem Slingshot, den konnte man einfach mitnehmen durch den, ja, man croucht vorher, bevor man auf den Boden aufkommt und macht einfach einen Long Jump und landet dadurch direkt, ja, kann ein bisschen Geschwindigkeit mitnehmen. Hier wurde gerade was eingesetzt, das nennt man Infinite Long Jumps. Man kann über jeder Oberfläche, die nicht fest ist, L1 gedrückt halten, also man macht einen Long Jump und masht L1 und links und rechts auf dem D-Pad. Dadurch glitscht Ratchet ein bisschen rum. Hier an der Stelle würde man es vielleicht auch nochmal sehen. Genau, tada. Und man kann einfach damit ein paar eigentlich relativ große Distanzen überwinden. Also die ganze Stelle hier, die würde auch einiges dauern, wenn man da drumherum geht. Gibt an der anderen Stelle noch einen Out of Bounds, beziehungsweise einen kleinen Skip durch einen Baum. Aber der wird ja nicht oft gemacht, wenn man diese Infinite Long Jumps kann. Rikaro hat jetzt gerade das eingesetzt, das nennt man Ghost Ratchet. Wie ihr seht, er kann einfach durch alle Wände durchgehen. Normalerweise müsste man hier ein paar Switches aktivieren, aber tada, man läuft einfach durch. Folgendermaßen, sobald man mit dem Swingshot, mit dem Schwunghaken sich irgendwo dran heftet und dabei den Boden berührt, irgendwelchen tödlichen Boden, wie beispielsweise den Sumpf hier oder auch später Lava, kann man den Ghost Ratchet eben aktivieren. Und dadurch kommt man zu... Ja. Dadurch kommt man in so einen, naja, nicht Unsichtbarkeitsmodus, aber man kann halt rumlaufen und kann durch die Wände durchgehen. Also jetzt hat Rikaro gerade was probiert, das war ziemlich risky, hat einen Checkpoint übersprungen, dadurch, dass er eben diese Infinite Long Jumps gemacht hat. Für den Run eigentlich nicht ganz so smart gewesen, weil der choked jetzt gerade ziemlich an Umbras rum. Dadurch, dass das eben ziemlich tricky ist, diese Infinite Long Jumps und nicht immer funktionieren. Man hätte direkt zum Endboss springen können mit zum Infinite Long Jump. Das hat aber nicht geschafft, deswegen muss er das alles jetzt nochmal machen. Und eine Frage, die auch schon vor kurzem gestellt wurde, ob Ratchet & Clank jetzt mit Nexus abgeschlossen wurde? Jein. Es ist natürlich momentan der Abschluss der Serie, aber wer die Serie länger verfolgt, weiß, es gibt keinen Abschluss, sie lassen sich immer wieder was Neues einfallen. Eigentlich hätte man schon nach Ratchet & Clank 3 sagen können, es war ein Abschluss. Oh je, was macht er denn jetzt? Ah, ist der Checkpoint Skip. Kann sein. Das hier ist auch einer der Planeten, die im neuen Ratchet & Clank komplett umgeändert wurden. So, Rikaro hat jetzt gerade einen Checkpoint umgangen. Normalerweise, wenn man einfach sich die Leiter hochgezogen hätte, wäre man eben durch den Checkpoint durch. Man stirbt aber hier, nachdem man den Boss geskippt hat. Ich erkläre euch gleich wie. Und zwar ist Ghost Ratchet immer noch aktiv. Und dadurch kann man sich einfach runterfallen lassen. Normalerweise müsste man ihn jetzt erst besiegen. Und dann könnte man, ja, ganz normal durch die Tür. Aber Ghost Ratchet ist ja noch an. Das heißt, wir können einfach durch die Tür durchspringen und sammeln den Infobot ein. Das Spiel speichert. Und dadurch, dass wir den Checkpoint übersprungen haben, kommen wir einfach ganz easy zum Schiff zurück und können dann auf Betalia gehen. Ich muss mal kurz meinen Stream refreshen, bei mir laggt das gerade wie Sau. Ja, sogar, welches Ratchet finden wir am besten? Ja. Also für mich eindeutig der zweite Teil, es ist auch der erste Ratchet & Clank Teil, den ich je gespielt habe. Besonders in New Game Plus, die Arena-Herausforderung fand ich einfach nur göttlich. Für mich ist es Ratchet & Clank 1. Ich habe das zwar als Kind nie gespielt, aber vor kurzem eben angefangen zu speedrunnen und habe eigentlich riesen viel Spaß damit. Auch wenn ich jetzt nicht so oft das Spiel runne, bin nämlich dann doch eher auf der Seite von Naughty Dog. Ich bin eigentlich nämlich Jack and Dexter Speedrunner, aber ich habe mir überlegt, na gut, schauen wir mal rüber, was Insomniac da so zu bieten hat. Und tada, Ratchet & Clank 1, NG+.
nicht NG plus any percent. Und das fand ich ziemlich cool. Bei mir ist umgekehrt. Und zwar habe ich Ratchet & Clank ewig lang verfolgt, aber von Jack & Dexter noch nicht einen Teil gespielt. Aber das kann man auch noch nachholen. Man verpasst es ja nicht. Die Spiele sind ja nicht dann weg oder so. Ich habe auch mit Ratchet & Clank 2 angefangen, wie gesagt. Danach 3 später und dann erst habe ich den ersten Teil gespielt. Auch interessant. Und ich habe verzweifelt, weil ich gemerkt habe, wie viel schwerer der Teil ist. Bei der Entwicklung des Spiels kann ich leider gar nicht wirklich mitreden. Ich habe wirklich nur diesen einen Run gemacht, beziehungsweise das ist das einzige Spiel, was ich bisher je gespielt habe aus der Rack-Reihe. Und das halt auch als Speedrun. Übrigens, das stimmt gar nicht, ich habe doch gelogen. Ich habe doch schon anderes Ratchet & Clank gespielt. Nexus habe ich auch schon gespielt. Und Easy und ich, Easy ist übrigens ein Zuschauer, auch gerade im Chat, wir haben den zweiten Platz für Q-Force Co-op. Und dann habe ich, glaube ich, auch noch den zweiten Platz für Q-Force Solo Run. Der ist aber ziemlich schlecht. Das war mehr ein Casual Playthrough als alles andere. Ja, Q-Force würde ich aus der Reihe schon ausschließen, genauso wie All for One. Die sind ganz okay. Naja, es geht. Ist halt auch relativ alles nur Meinungen. Mir gefallen sie ganz gut. Und wer sie nicht mag, ist auch nicht so schlimm. Bei den außer Q-Force und All for One habe ich jeden Teil Minimum 5-mal durchgespielt. Ich habe Q-Force 2-mal durchgespielt, einmal mit Easy und einmal Solo. Ja, und das war's. Mehr habe ich noch nicht gespielt. Ah ja, und Nexus einmal durchgespielt. Es war aber auch nur ein Casual Playthrough. Das hier ist so etwas, was nur im allerersten Teil funktioniert. Und zwar gibt es in fast jeden raus, wo man Grindschienen lang muss und Bomben im Weg sind. Nur im ersten kann man die Bomben zerschlagen, ohne Schaden zu nehmen. Sonst muss man rüberspringen. An der Stelle, man kauft sich dann übrigens den Infobot für, wir sind gerade auf Battalia, man kauft sich den Infobot für Orkson, wenn ich mich nicht irre. Und der kostet eben 2000 Bolts und die braucht man dann eben hier an der Stelle. Man kriegt etwa 100 auf den Schienen, wenn man so gut wie alle einsammelt auf dem Weg. Ach, das stimmt gar nicht, kriegt den gar nicht. Gaspar bekommt man hier. Den Infobot für Orkson haben wir schon, den haben wir uns vorhin gekauft. Auf Rilgar war das, glaube ich. Oder? Also ich habe die Namen von den Planeten jetzt nicht im Kopf. Auf jeden Fall geht's weiter nach Orkson. Dann jetzt bin ich mal gespannt. Vor kurzem wurde eben dieser neue Skip gefunden, der Orkson One Skip. Würde mich mal interessieren, ob er den nun macht oder nicht. Der ist ziemlich, naja, RNG-lastig. Das hat was mit einem Baum zu tun. Oh, er macht ihn. Okay, da bin ich mal gespannt. Hier gibt's diesen Baum, den Roderick Caro jetzt bestimmt ein paar Minuten anspringen. Und irgendwann flippt der Baum ihn out of bounds. Der Baum ist der hat so eine Art Rotation. Der hat so einen Zyklus, den er immer wieder durchgeht. Und wenn Raikaru springt mit Clank und im richtigen Frame an der richtigen Höhe ist, drückt er ihn out of bounds und man kann damit dieses ganze Level überspringen. Das spart. Ich habe mal den Instant-Clip hinbekommen. Ich bin wirklich hingegangen. Oh wow, okay, das war schnell. Super cool. Also es sieht relativ schwer aus und das ist es eigentlich auch. Ich habe auch gerade gefragt, war das Spiel nicht auch noch bei einem Event, über das wir nicht mehr reden dürfen? Weil es halt so schlecht war. Nein, das war ein anderes Ratchet & Clank Spiel. Das war, glaube ich, A Quick in Time. Nicht der erste. Weiß ich gar nicht, ob Acid damit dabei war. Die Abkürzung A Quick in Time Acid. Also als unter den Runnern, da würdest du bezeichnen. Ja. Das war bei NASA dabei. Dafür habe ich extra Zypernodes fertig gemacht und alles. Hier an der Stelle gab es auch gerade den sogenannten Clank-Proxy. Das ist letzten Endes der Skip. Oder das ist die andere Hälfte des Skips für Any%, mit dem man den Planet überspringt. Normalerweise würde der 8 Minuten dauern oder so. Oder der ganze Planet etwa 6, 7 Minuten bis zu 8, wenn man ein paar kleine Fehler macht. Aber durch den Skip wird das alles weggenommen. Man kommt eben durch diesen Proxy,
direkt ans Ende der Karte, kann den Infobot einsammeln und die Magnetschuhe. Und dann auch hier gibt es nochmal ein paar Slope Intercepts. Wie schon erwähnt, man kann einfach, während man auf irgendeiner Fläche steht, crouchen und meistens noch einen Highjump danach setzen. Interessant an diesen Planeten finde ich, bei neuen Ratchet & Clank, die haben diese Welt, weil sie halt durch neue Steuerung deutlich vereinfacht wurde, 5-mal so groß gemacht. Weil es ist ein recht kurzer Planet, den man, wenn man ihn raus hat, auch casual in wenigen Minuten durch hat. Wurde auch gerade einen Checkpoint übersprungen. Raikou ist ja in die Lava gesprungen und ist dann wieder am Schiff gespawnt. Normalerweise, wenn man den Planeten, normal durchgeht, landet man da eben nicht, sondern triggert vorher noch ein paar Checkpoints. Pukitaru, ein Lieblingsplanet. Ja, Pukitaru, the guy. Das ist der Typ, da dürfen alle, weiß ich nicht. The guy, ist der verfügbar? Der Emot? Okay. Der Typ hier, der wird auch als The Guy genannt in der Community. Einfach nur, weil der ewig lang. Sterben viele Runs. Ja, genau, hier können viele Runs sterben. Einfach nur, weil diese blöden Fische da, die können einen ziemlich auf den Nerv gehen. Unter anderem, ja. Man hat halt hier, wie vorhin schon gesagt, nur 4 Leben. Und der kleinste Fehler, sag ich mal, kann eben Leben kosten. Und wenn man hier stirbt, muss man ganz am Anfang wieder hin oder ganz zurück zum Anfang. Ja, und das kostet dann mal eben 6-7 Minuten. Wäre nicht so nice. Aber gehört auch zu den Planeten, die beim neuen Spiel bis auf einen kleinen Geheimgang 1:1 übernommen wurden. Dann wird immer weiter noch auf den Bolt-Count geschaut. Am Ende von Pukitaru braucht man etwa 2800 Bolts. Und man muss immer gucken, dass man die Viecher so schnell tötet, wie es geht. Ansonsten kommt The Guy, der grüne Typ, einfach nicht hinterher und bleibt dann da letzten Endes stecken. Ja, an der Stelle kann man auch so ein Windshield springen und dadurch kommen dann letzten Endes die kleinen Fische gar nicht an einen ran und man muss die überhaupt nicht bekämpfen. Was total, um an Boot zu kommen. Genau. Da, wie man es gut sieht, nichts passiert. Man erhält keinen Schaden und dann wartet man einfach nur, bis alle wirklich drauf sind und macht die mit einer Bombe tot. Das ist auch die effektivste Weise. Hier an der Stelle muss... ist in diesem Teil auch so ziemlich die einzige Waffe, die bis kurz vor Ende zum Einsatz kommt. Genau, das ist wirklich die einzige Waffe, die eigentlich verwendet wird. Man kauft nichts anderes an Waffen bis zum Schluss auf den Pyro. Auch daran, im ersten Ratchet & Clank, die meisten Waffen sind sehr nahkampflastig. Da diesen Nachteil hat der Bombenhandschuh nicht. Yeah, you guys can see Lunk's world record in all its glory. Oh, of course. Dann hier an der Stelle, die meisten Runs. Ja, kann's passieren, dass hier was passiert. Aber es gibt halt für jedes, ein paar Strats, wenn man das preventen kann, irgendwelchen Schaden. Ich mache was ähnliches, was Vaikaro gerade macht. Hüpf dann rum. Ich gehe meistens auf die Kiste da, auf die rote und lass die explodieren, das spart mir sogar noch Munition ein. Aber was ich eben meinte, und zwar bis zu dem Punkt, wo er eben auf den Schalter getreten ist, bis der Typ hinterher kommt. Wenn er zu schnell ist, kann sein, dass er sich vor diesen Schienen aufhängt und sich nicht weiter bewegt. Naja, stimmt. Dass man erst sterben muss einmal, damit er sich hier bewegt. Naja, und wie vorhin gesagt, es gibt hier bis zu dem Punkt keine Checkpoints, das heißt, wenn man jetzt stirbt, würde man hier wieder spawnen, aber vorher müsste man dann wieder an Anfang des Levels gehen und das wäre nicht ganz so besonders. Das wäre eigentlich Run-Over an der Stelle.
Okay, another ammo. Yeah, it's good. This is good. Ja, in der Mission fliegt man einfach ein bisschen rum. und man muss diese raupenartigen Container platt machen. Ja, und zwar wollen die das Wasser dieses Planeten absaugen und für einen eigenen Planeten nutzen, den sie erschaffen. Und es sieht zwar nicht so aus, aber auch hier gibt es einen Trick, wo man abkürzen kann auf ihre Raumschiffe. Und zwar kann man die so zwischen den Containern platzieren, dass du immer zwei zerstörst. So, und jetzt mit dem Jetpack haben wir noch mehr Macaroni-Jumps. Die sehen noch schöner aus als vorher. Nicht nur Jetpack hat man bekommen, sondern auch eine Tauchermaske, die also jetzt Gasmaske funktioniert. Genau. Da kann man zum Beispiel endlos tauchen. Die kriegt man ja noch als Belohnung. Oder jetzt wieder zurück auf Orkson, läuft man nicht mehr als Clank rum, sondern als Sweatshirt, da man atmen kann. Da gibt es auch noch einen kleinen Slope-Intercept, der funktioniert hat. Da überspringt man zwei solche Barrieren, eine solche Barriere. Und auch hier an der Stelle gibt es einen kleinen Skip. Man muss jetzt dem Infobot hinterhergehen. Man triggert den und springt hier auf den Dein hoch und kann dann am Baum mit dem Swingshot schon hier hochgehen und das letzte Endes einfach überspringen. Normalerweise müsste man da die Schuhe einsetzen, aber das wird hier eben nicht genutzt. Ich finde gerade interessant, wie Game Attire behauptet, er hat Ratchet & Clank 1, 2, 3, 4 und die PS3 Teile gespielt. Später. Interessant, er hat mehr gespielt als ich. Es gibt sogar nicht, ich auch keinen vierten Ratchet & Clank Teil, so von Namen her. I don't know. That's a pretty good competition. Das ist auch interessant hier, wie er mit dem Jetpack an der Metallband hochfliegt. Ja, normalerweise müsste man da komplett hochlaufen, aber man kann einfach schnell R1 zweimal drücken und dann aktiviert sich eben dieser Jetpack-Mode. Und dadurch, dass man vorne in Orkson 1 das Tor nicht aufgemacht hat, muss man hier an der Stelle so durchklippen. Man springt einfach, rechts in die Ecke dort rein und dann sollte eigentlich alles okay sein und man klippt durch die Wand durch. Wurde auch nochmal geguckt wegen Bolt Count. Wer möchte da Orkson 2? Also ich gucke gerade mal meine Splits durch, dass man da etwa so 1000 haben soll. Naja, und so viel hat er eben gerade. Request for Booty, ich schreibe dir gerade, das ist nicht offiziell der Name von Ratchet & Clank 4. Es kam nie eine 4 in Spielbeinamen vor. Auch weil es als vierter Teil zählt, davor kam noch Ratchet Creator. Für das sogar eher als vierten Teil bezeichnen. So, und hier an der Stelle, das ist der Hoven-Skip. Und zwar kann man mit R immer wieder solche Jumps machen. Und das ist jetzt nicht wieder Infinite Long Jump, sondern, das funktioniert eigentlich nur an der Stelle, dass man Doppelsprung macht und dann den Charge einsetzt, sodass man nach vorne fliegt. Und dann kann man auch, wie beim Infinite Long Jump, einfach rechts und links spammen, während man noch R1 dazu drückt. Und dann kommt man letzten Endes zu der Plattform hoch und kann direkt dieses Raumschiff hier kaputt machen, den Flieger. Normalerweise bräuchte man, um überhaupt hier hochzukommen, den Devastator. Der kostet aber einiges, soweit ich weiß, und der würde auch gar nicht so wirklich gut in die Route reinpassen, deswegen wird das einfach übersprungen. 8000 war es für den? Ach, weiß ich nicht. Da kenne ich mich nicht aus. Alles, was nicht mit dem Run zu tun hat, da kenne ich mich nicht aus. Ja, genau, jetzt haben wir eben für Gemlik Base den Infobot bekommen und da geht es dann auch als nächstes hin. Hier hat auch jemand die Reader angesprochen. Wie hast du dich gefühlt beim ersten Mal, als dir die Reader vorgestellt wurde? Die Reader? Ziemlich cool. Ich habe es auf Englisch gespielt. Und da heißt die Rhino, genau. Weil auf Deutsch würde der Händler ankommen und zu ihr sagen, reiß ihn dir auf, Mann. Als Abkürzung für Reader. Oder halt auf Englisch, rip you a new one. Rip you a new one, yep. Und das fand ich total cool, den Namen. Auf Englisch gefällt mir der Name auch besser, also Rhino, im Vergleich zu Reader. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das Ding selber noch nie benutzt. Ich hatte nie die Zeit, um das irgendwie zu farmen. Ich wollte eigentlich mal einen NG-Plus-Spielstand erstellen, aber kam nie dazu. Ja, Fun Fact, meiner sollte auch
Ratchet & Clank in Time zum Beispiel wäre auch der einzige, das einzige Spiel überhaupt für PlayStation 3 und 4, wo ich den Platin-Trophy besitze. Ich habe immer versucht, alle Ratchet & Clank soweit es geht auf 100% zu spielen. So, hier an der Stelle, man hat gerade gesehen, man ist out of bounds gegangen, überspringt damit ein paar Checkpoint-Trigger. Und man hat auch das Minigame abgebrochen. Normalerweise sollte man nämlich gar nicht rüberkommen, ohne dass man vorher ein paar Sachen gemacht hat. Das geht aber doch bei uns, weil wir einfach ein paar Dinge überspringen konnten. Und dadurch konnten wir letzten Endes das, ich sag jetzt mal Minigame, die Flugsequenz einfach überspringen und zum Ende der Plattform gehen. Hier an der Stelle macht Ray Caro jetzt, ich weiß gar nicht genau, was er macht. Hier wird eine andere Strat verwendet, als ich sie benutze. Ich glaube, er geht hier auf die Plattform. Und man kann mit R in der Luft immer wieder neu den Sprung ansetzen, ohne dass man tatsächlich auf dem Boden aufkommt. Das heißt, er fährt jetzt einmal mit der Plattform komplett rüber. Und wieder zurück. Genau, und wieder zurück. Und wie man hier sieht, er steht gerade auf der Plattform drauf. Also ist mit Absicht. Genau, und die Magnetstiefel halten ihn darauf fest. Was er jetzt hier an der Stelle macht, er läuft runter und man kann ähnlich wie bei dem ersten Skip auf, ich weiß gar nicht genau, wo das war. Körpern kann man einfach, das Springen canceln. Und er hüpft jetzt eine genaue Anzahl, ich glaube 20, 22 Mal waren es. Und dann kann man hier an der Stelle out of bounds gehen. Sobald die Plattform sich dreht. Genau, tada, out of bounds. Aber das ist relativ tricky, man muss nämlich jetzt noch zum Infobot kommen. Beziehungsweise zu der Stelle, wo man dann... Oh, okay, das ist natürlich ärgerlich. Aber nicht nur ist dieser Skip sehr schwer, ich persönlich muss sagen, auch Casual ist das für mich der schwerste aller Planeten. Ich bin sehr oft gestorben hier. Ich benutze eine andere Strat für den Run, weil mir das hier zu schwer ist, sage ich mal. Easy Strats sozusagen. Und was ich mache, ich gehe das Ding eben casually durch, mehr oder weniger, aber es gibt ein paar Stellen, an denen kann man, relativ, eigentlich kann man easy durch, man muss die ganzen Viecher nämlich nicht töten, sondern kann die meistens überspringen, läuft einfach an denen vorbei. So, hier an der Stelle brauchte man 2000 Bolts, die hat er gehabt, und bis zum Ende des Runs werden nochmal 1700 benötigt. Ja, Yokichi, auf diesem Brief war Steve. Hey, Quark. Tada, und jetzt kommt, das war Oltanis, da kommt Quartu, so. Und hier kommt auch nochmal ein interessanter Trick. Normalerweise bräuchte man den Hollow Guys, ich weiß gar nicht, wie man den auf Deutsch nennt. Ich kenne das Spiel leider nur auf Englisch. Ja, also, wie gesagt, die Glitches und Bugs funktionieren halt auf der europäischen Version am besten. Die Sprache an sich hat keine Auswirkungen, also da weiß ich selbst nicht, warum sie die Deutsche gewählt haben. Das hätte eventuell einzelne Auswirkungen, wenn sie in-game Sprachnachrichten kommen, die was triggern. Weil ist eigentlich nicht der Fall. Mm-mm. Jetzt befindet sich man gerade an der Stelle, wo Clank gebaut wurde, in der Fabrik. Man bleibt eben ganz am Anfang, als wir die Rutsche hochgegangen sind. Normalerweise bräuchte man den Hollow Guys hier. Das ist so ein Verkleidungsding. Da darf man sich dann, oder damit kann man sich als Roboter verkleiden. Und kommt dann damit in die Fabrik rein. Das überspringt man aber einfach komplett, indem man auf diese Rutsche hochgeht und eben die L1-Funktion wieder einsetzt, was auch vorhin schon mal erwähnt wurde mit den mit dem Magnetschuhen, auch wenn die hier nicht zum Einsatz kommen direkt, aber man drückt zweimal R1 so rum und dann kann man einfach da hochgleiten und dann ganz zum Schluss wird der Schwunghaken eingesetzt, mit dem man sich ans Ende des Levels greifen kann, mehr oder weniger. Hier eine Frage für dich. Ja. Wie oft spielt man ein Spiel casual, bevor man das anfängt zu speedrunnen? Das ist eine gute Frage. Also das hier, das habe ich gar nicht casually gespielt, sondern ich kenne wirklich nur den Speedrun dazu. Ich habe mir gedacht, okay, das sieht nach einem coolen Spiel aus, was du runnen willst.
Any% ist sowieso meines Erachtens nach für viele Spiele die beste Kategorie und auch der Sinn meines Erachtens nach bei Speedrun, dass man ein Spiel so schnell wie es geht von einer komplett frischen File durchspielen kann. Weil dass man das durchspielt. Und das hier sah ganz cool aus mit einer Länge von etwa 45 Minuten oder beziehungsweise 48 zu der Zeit. Auch Sanjit Souls 3 zum Beispiel ist eins der Spiele, wo man direkt mit Zypern anfangen kann, wenn man die Threads kennt, ohne es Casual gespielt zu haben. Welches? Die Souls Reihe, Dark Souls, so was hier. Oh, das weiß ich gar nicht. Da kenne ich mich auch nicht genau aus. Aber das hier beispielsweise, das habe ich gar nicht casually gespielt. Sondern Dark Souls an sich ist so schwer, durch die ganzen Speedrun-Tricks wird das Spiel um ein Vielfaches leichter. Kann ich mir durchaus vorstellen, ja. Weil hier wurde auch nochmal Momentum eingespeichert, dadurch, dass man eben die Swingshot wieder benutzt hat. Und dann, wenn man zum richtigen Frame, zum richtigen Zeitpunkt eben den L1 naja, drückt und springt, dann kann man da ein bisschen was noch sparen, das Momentum mitnehmen. Hier gibt es auch nochmal den Out of Bounds. Normalerweise müsste man an der Stelle hier so eine Mission machen und Schiffe abschießen, beziehungsweise Geschütztürme vom anderen Schiff abschießen. Das wird aber auch ganz einfach übersprungen. Geht einfach kurz out of bounds und klippt hier wieder durch die Wall durch. Und das ist dann letztendlich die Stelle, wo Drek sitzt. Das wird aber übersprungen, die Cutscene. Und jetzt kommen wir wieder zu Veldin. Ja, genau, das ist jetzt wieder Veldin. Und der Planet hat sich jetzt seit einigem, also seit Anfang verändert. Und man kann vielleicht jetzt ein paar naja, kann vielleicht ein paar Sachen sehen, die vom Anfang noch da geblieben sind. Beispielsweise der Stadt, da sieht eigentlich immer noch so aus, nur dass jetzt einiges dunkler ist. Und hier kommt meines Erachtens nach der schwerste Teil im ganzen Run. Rikaru muss jetzt erstmal schauen, dass er 2500 Bolts hat. Hat er, 2600 sogar. Und mit dem Helipack kann man eben wieder diese Slope Intercepts machen. Und kann hier einfach vom nächsten zum nächsten Slope Intercept springen. Meines Erachtens nach der schwerste Trick im ganzen Spiel, das hier. Unglaublich hart, bei mir sind mehrere Runs gestorben. Aber anscheinend gibt es einen relativ sicheren Weg, das zu schaffen. Tada, letzten Slope Intercept, nice. Sehr gut gemacht. Und normalerweise, ich hatte ja vorhin erwähnt, dass da noch ein Goldboot liegt. Der kann manchmal eingesammelt werden, wenn man den Winkel nicht richtig trifft. Wenn man da hochgeht. War auch schon mal bei dem Run passiert, da hat man dann zum Schluss des Runs einfach noch einen extra Bolt, extra Gold Bolt. Und hier wird auch nochmal Ghost Ratchet eingesetzt. Nein? Oh, okay, schade. Hier wurde auch nochmal der Slope Intercept, der Infinite Long Jump oder der Glitch Jump verwendet. Ja, Infinite Long Jump. Normalerweise kann man Ghost Ratchet sich wiederholen, da ist nämlich nochmal so eine kleine Stelle, wo man den Slingshot einsetzen kann und kommt dann damit durch so eine große Barriere durch, wo man normalerweise auch nochmal was für machen müsste. Einmal bei Rikaru, der war hier ein bisschen greedy, möchte ich mal behaupten, und hat da Infinite Long Jumps verwendet. Ich frage auch gerade jemand, ist das schwerste Teil zum Speedrun? Ich würde sogar sagen, es ist der leichteste. Fast alle anderen Returning Fang Spiele dauern in Speedrun etwa 2 Stunden. Und da ist es auch so, dass deine Waffen durchs Nutzen aufleveln. Was bedeutet, du musst viel kämpfen und Gegner töten, damit der Waffenstab werden, damit du in der Lage bist, die Bossgegner zu schaffen. So, da wurde nochmal das Ghost Ratchet geholt. Und damit kann man eben jetzt durch zum Endboss gehen. Es kommt darauf an, welche Kategorie man runnt für die verschiedenen Rack Games. Ich glaube, das Spiel in NG Plus beispielsweise ist das kürzeste von allen. Meines Erachtens nach anspruchsvoll, aber jeder kann davon einen Run schaffen. Währenddessen Any% durch diese ganzen vielen Tricks, wie beispielsweise das hier zum Schluss, ein unglaublicher Runkiller sein kann. Ich selber habe hier, als ich den ersten Run gemacht habe, ich habe den blind gemacht und auch gestreamt, bestimmt 5 Stunden gesessen, nur um diesen Slope Intercept einmal komplett vollständig hinzubekommen. So, und hier kommt jetzt auch der Glitch,
von dem ich ganz am Anfang mal geredet habe. Man hat ihm jetzt den Pyro sich gekauft für die 2500 Bolts, die man noch übrig hatte. Und man kann eben den Boss durch den Pyro nur auf der europäischen Version immer Schaden zufügen, wenn man mit der Waffe schießt. Und zwar ist es für gewöhnlich so, dass hier so ein Gegner trifft, hat er eine halbe bis eine Sekunde Unverwundbarkeit. Das ist irgendwie durch die europäische Version hier ganz programmiert worden. Wie ihr seht, die Lebensleiste geht unglaublich schnell runter und das kommt eben durch den Pyro-Glitch. Da, nächste Phase, nächste Phase, die sind super schnell gerade. Letzte Phase ist die allerschwerste, meines Erachtens nach. Wenn Raikaru Glück hat, bekommt er hier einen One-Cycle hin, schafft den also einmal, bevor er so einen Knopf drückt. Wer den Endboss kennt, der weiß ja, wie der funktioniert. Aber normalerweise muss man Drag davon abhalten, dass immer so ein Knopf gedrückt wird. Beziehungsweise er drückt den Knopf und darauf muss man einen Deaktivierungsknopf drücken. Man kann den Boss aber auch one-cyclen. Und das wird wahrscheinlich gerade passieren. Das sieht mir nach einem One-Cycle aus. Also Drag hüpft jetzt von einem Schalter zum nächsten. So, und wenn es gut wird, tada, One-Cycle. Das ist er. Und dann hier an der Stelle Time. Wie auch gerade im Chat geschrieben wird, ein Weltrekord ist es nicht. Nein, Weltrekord ist es nicht. Dafür wurde zu viel vermasselt. Es geht, es ist ziemlich nah am Rekord dran. Bei 2 Minuten etwa. 2 Minuten am Rekord vorbei. Aber das ist gar nicht so schlimm, möchte ich mal behaupten. Weil der Skip, der Oxon One Skip, der spart einiges an Zeit ein. Das ist übrigens zweiter Platz. Zweiter Platz. Akasura, kostenlose Spiele downloaden, die eigentlich kostenpflichtig sind. Sowas wird ja nicht besprochen, bitte. So, hi. Hallo. Ja, das war der Run. Jetzt muss ich mal gucken, was hier noch zeigen. Umbris. By far, I think the best trick in the entire Ratchet series. Absolutely. And so they were discovered by Nuka, and they were mastered. Originally, the method was incredibly difficult. It was mastered by a runner named Slaughter, and also another runner who was also incredible at it, the Rixer, again, the world record holder for any percent, or not NG+. So, tada. Let me change the camera controls. Yep. Wir zeigen jetzt noch, wie man den Skip von Umbris ganz am Anfang ordentlich hinbekommt. We would have to like mash the crap out of the controller and we would maybe go like I don't know usually that it would look a short distance. Yeah. Like this and then we would fall. Yeah. But in theory if we had a consistent way and Gamma Blaster found this consistent method, we can get all the way to the boss from the ship and this is called ILJ ship to boss. This was theorized to be TAS only when we were first starting out ILJs. And I have no safety for this. So if I mess it up, I'm dead. It'll make it all the more impressive. Und jetzt werden nochmal die ILJs gezeigt. Und man kann eben, wie von erwähnt, über jeder Fläche, die flüssig ist, mehr oder weniger Ratchet so komisch rumglitschen. Und man kann damit vom Anfang des Levels bis einfach komplett zum Ende durchgehen. So I made it this far. So he's close to the end here, but he still has to do more. And there you go. So he's going to glide to the end of the level here. Usually there's an infobot there, but I already collected it earlier. Yeah. But this is an extremely hard trick to pull off. If I want to see as many people that are interested in Ratchet and Clank, if you have PS2, PS3, by all means, try out infinite long jumping. It eats hours and hours. Oh my god. Yep. So many hours. Tada, das ist der Run, mehr oder weniger. An der Stelle. An der Stelle sammelt man eben wieder den Infobot ein. Und dadurch, dass man eben komplett einmal rumgegangen ist, spawnt man am Anfang. Einer der schwersten Tricks und auch für NG Plus ist das der ziemlich größte Runkiller hier an der Stelle. Das hier hätte eigentlich easy World Record sein können. Der Run ist nicht unbedingt optimized von Oxober.
gibt riesige, also riesige, gibt relativ viele Fehler. Aber auch das hier, naja, hätte man besser machen können, sag ich mal. Also etwas, was ich noch ansprechen wollte, und zwar ist bei fast jedem Return Clank so, der Weltrekord hat häufig viele Fehler. Das heißt, falls es Leute gibt, die selbst sich an der Return Clank Streetfahren trauen wollen, Weltrekorde sind tatsächlich möglich. Selbst bei Acid Clank in Time wurden massenhaft Fehler gemacht und der Weltrekord wurde dennoch um 8 Minuten gebrochen. Kein Run ist perfekt bisher. Also wer, genau, wer will, kann sich selber dran setzen und anfangen zu runnen. Und tada, das war der Run von Raikaru. Vielleicht wird noch was gezeigt, das habe ich gerade gar nicht mitbekommen. Rapid fire a couple donations here. We have $5 from the Rixer saying, "What's up, SGDQ and Rack Boys? It's Ricky, fellow Ratchet and Clank runner here to wish, donating wish